Ja, okay. Sieht durchaus nicht schlecht aus. Hübsch. Sogar mit einem eigenen Weg. Hi. Es gibt hier in dem Wald keine aggressiven Pokémon. Wie auch immer. Manche Pokémon wollen vielleicht einen freundschaftlichen Kampf. Langweilig. Mara. Mara, nein. Nicht da. Das ist kein Ort zum Sitzen. Tut mir leid, aber nein. Hier, wir stellen da jetzt was hin und dann kannst du da nicht mehr sitzen. So. Ja, die Musik ist auch sehr schön. Das finde ich auch. Magische Blätter. Magische Blätter machen aber viel Schaden. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Oh. Hä, wo kommt das Roselia her? Das kann sich hier nicht einfach einmischen. Das ist nicht fein. Misch dich nicht einfach in fremde Kämpfe ein. Wir sind hier nicht in Alola, wo einfach Pokémon nachkommen können. Das ist nicht okay. Oh. Ah. Aha. Ja gut, hier ist der OP-Teiler aber auch okay, glaube ich. Würde ich mal sagen. Genießt die Aussicht. Oh, das ist ein Evoli. Oh. Ist das verwirrend. Ich wechsle immer von Porenta zu einem der anderen. Nee. Okay. Was auch immer. Eine Beere, sehr schön. Hi, willst du kämpfen? Die pinken Bäume hier sind das ganze Jahr über pink, okay. Lass uns Spaß haben. Okay. Machen wir. Evoli. Alex, Mirio, herzlich willkommen. Oh, Evoli, ich habe irgendwie nicht mehr viele KP. Sehe ich gerade. Das ist nicht so fein. Oh, nein. Ah, nein. Er hat einfach mich mit Ruckzuckieb fertig gemacht. Das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. Nun. Ich finde es irgendwie lustig, wie die Pokémon so quasi in den Kampf reingeworfen werden. Na toll. Ein Vögelchen. Ausgerechnet, wenn ich die Pflanze draußen habe. Das ist natürlich nicht so gut. Und dann fängt es mit einer Drachenattacke an. Na gut. Sehr effektiv. Ich finde diese Attackenanimationen so gut in dem Spiel. Die sind richtig cool, oder? Also zum Teil sind die halt mega schön. Ganz anders als was man sonst so gewohnt ist von Game Freak. Richtig schön Mühe gegeben. Oh, das gab gut Level. Yay! Geheilt! Sehr schön. Na dann gute Besserung, Alex. Gute Besserung. Was steht hier? Tipp. Du kannst dich nicht entwickeln. Warum nicht? Ist okay. Ich mag das so. Ich kann sowieso mich nicht entwickeln. Oh, ich hätte gern mein Porenta entwickelt. Gegen dich habe ich sogar was. Hey, guck mal, ich habe hier eine Kampfattacke. Die gefällt dir sicher gut, oder? Oh ja, das geht ja sogar vom Schaden. Hätte schlechter sein können. Sehr schön. Level up! Und Teddy Ursa. Okay. Oh, nun Teddy Ursa, das, also das ging schnell vorbei, dein Auftritt. Das tut mir ein bisschen leid. So, da hinten ist die nächste Cutscene, aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier noch um. Oh. Guck mal, Schutz. Okay. Das ist interessant. Hier geht's weiter runter. Was haben wir hier? Nichts. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Oh, guck mal, das ist Smith, der berühmte Maler. Cool. Guten Abend, wundervolle Kreaturen. Ich bin Sir Smith's Sohn Revington Joseph der Dritte, aber ihr könnt mich Smith nennen. Okay, ich male Porträts von Pokémon. Oh, das ist ja cool.
Bitte male Fali für mich. Okay. Nein, danke. Oh, und vergiss nicht den Lauch. Natürlich nicht. Bitte setz dich. Okay. Bist du jetzt fertig? Mein Nacken tut weh. Wunderschön. Das ist gut geworden. Das ist vielleicht das Beste, was ich je gemacht habe. Bitte sieh es dir an. Ist das ein Witz? Wow, das ist so toll. Du hast sogar den Gesichtsausdruck richtig hinbekommen. Es ist kreativ, würde ich sagen. Naja, wenigstens ist es umsonst. Shelby, wir sollten eins zusammen machen. Klar. Das nächste Meisterwerk. Oh ja, das ist wunderschön. Ich habe die Schattierung perfekt hinbekommen. Ich bin sprachlos. Ja, ich auch. Das Schämen ist fantastisch. Und er hat den Stein sogar gemalt. Ich bin beeindruckt. Ich denke, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich denke auch. Vielen Dank. Ihr könnt sie gerne mitnehmen. Ich bin so stolz. Guckt mal, man sieht das da in ganz klein unten. Oh, wunderschöne Gemälde. Ich bin so stolz auf ihn. Ich habe noch nie einen Pokémon so schön malen sehen. Vielen Dank. Wir kommen bestimmt wieder zurück. Das war toll. Ein Erlebnis. Wenn Baloui Pokémon malt, sieht das ungefähr so aus. Oh, es wird schon dunkel. Ich denke, wir sollten uns jetzt erstmal erholen. Okay. Oh, guck mal, Lagerfeuer. Was ein Tag. Ich denke, wir verdienen eine Pause. Wir haben noch viel vor uns. Ich hoffe, wir können die Grazidea finden und das Wettertrio aufhalten. Ich möchte die Stadt nicht im Stich lassen. Oh, kannst du mir mehr über das Wettertrio erzählen? Warum sind sie wütend? Graudon, Kyokre und Rayquaza leben auf der Spitze des Mount Alto. Wir geben ihnen jede Woche Opfer. Aber wir haben vor kurzem aufgehört. Deswegen sind sie wütend. Opfer? Warum? Sie sagen, sie können das Wetter der Alto-Region kontrollieren. Also schulden wir es ihnen. Das ist doch Schwachsinn. Das Wetter hat nichts mit den Pokémon zu tun. Es gibt kein Wettertrio da, wo ich herkomme. Es ist eine Naturgewalt. Nun, wir haben das schon lange in Frage gestellt. Das Wettertrio ist seit Jahrhunderten hier. Sie sind, ihre Vergangenheit ist ein Mysterium. Sie sind sehr mächtig. Niemand möchte gegen sie kämpfen. Nun, ich denke, dass sie einfach lügen. Also bekommen sie dadurch dann das Essen ganz umsonst von euch. Oh, das macht mich wütend. Ich möchte gern hingehen und sie mit meinem Lauch vermöbeln. Ja, traurig, nicht wahr? Aber heute hat Spaß gemacht. Ich war schon lange nicht mehr auf einem Abenteuer mit meinen Freunden. Nun, ich habe nicht viele Freunde. Shelby ist mein einziger Freund. Viele Pokémon denken, dass ich nervig bin. Nein. Ich tut mir leid, dass ich heute so drauf war. Es war ein harter Tag. Sicher, du kannst ein bisschen nervig sein. Aber ich weiß, du meinst es nur gut. Ich beneide dich um deinen Optimismus. Danke dir, Fali. Wir finden sicher bald dein Zuhause. Ich verspreche es. Sehr schön. Der nächste Tag. Ich mag das Spiel. Habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel mag? Ist sehr schön. Bisher. Jemand muss das Feuer ausmachen. Jemand muss das Feuer ausmachen. Okay, wir lassen es brennen. Was weiß ich schon? Feurio. Eine Flinkklaue. Okay. Oh, wer ist denn da? Du. Was tust du denn hier? Willst du wieder den Stein stehlen? Nein, ich... das ist peinlich, aber... ich brauche deine Hilfe.
Denkst du, du verdienst das? Nein, aber... Mein Vater? Er ist sehr krank. Wir brauchen wirklich Chief Shelbys Heilkräfte. Bitte. Ist das das böse Pokémon, von dem du geredet hast, Rocky? Ja, er hat meinen Stein gestohlen. Hm. Du hast was wirklich Verletzendes getan. Wie auch immer. Ich kann niemand ignorieren, der meine Hilfe braucht. Das hört sich vielleicht schlecht an, aber ich glaube, wir sollten ihm helfen. Was sagst du, Rocky? Ja, ich stimme zu. Okay. Aber wir gehen, sobald der Job fertig ist. Vielen Dank. Ihr könnt mich Trent nennen. Oh, was? Der ist jetzt in unserem Team? Fürs Erste, okay. Fürs Erste steht dabei. Na gut. Isst gerne Müll. Nicht sich selbst. Das wäre seltsam. Das ist gut, dass das so gesagt wurde. Mein Zuhause ist in Matsang, in der Matsang-Höhle. Nicht so weit weg von hier. Das ist okay. Wir gehen sowieso durch die Höhle. Also, hast du irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die uns helfen? Ich kann Bäume zerschneiden, Shelby kann heilen und Rocky kann sehr weit springen. Ich kann eure Überreste essen? Okay, was auch immer. Sehr gut, sehr gut. Oh. Oh, wo bin ich hingesprungen? Das war sicher nicht gut. Über Dinge springen ist selten gut. Okay, es war okay, würde ich sagen. Mhm, mhm. Ach, hier sind wir wieder. Ah ja. So, ich sehe, da ist ein Vögelchen. Also wechseln wir doch mal. Oder der ist einfach Level 25. Das war er gestern aber noch nicht. Da hat er gut gelevelt seitdem. Okay. So. Oha, mein Team ist zu nervös für Bären. Das ist aber gemein. Hättest du Interesse an ein paar Steinen? Ich würde sagen, ja, er hat Interesse. Hast du Interesse an diesem Stein? Mara sitzt auf dem Schrank. Da gibt es aber keine Leckerlis da oben. Okay. Jetzt werde ich beobachtet und ihr seht das nicht mehr. Sie sitzt hier so vor mir, so 3 Meter vor mir, ist ein sehr hoher Schrank und sie sitzt auf diesem Schrank und starrt mich an. Das ist gar nicht seltsam. Mara, gar nicht seltsam. Ist schon okay. Oh, ein Schwalboss. Steine! Steine! Ha, das hätte auch ein One-Hit sein können. Ich habe leider keinen Ruckzuck-Hieb. Das wäre natürlich cool. Er hat einen. Toll. Den hätte ich gebraucht, den Ruckzuck-Hieb. Dann wärst du nämlich schneller besiegt. Level up! Oh, Knuddler! Oh, Knuddler ist natürlich sehr fein. Level 25 einfach Knuddler. Finde ich gut. Du hast den Kampf gewonnen. Yay! Ich gewinne gern Kämpfe. Ja, ja. Da kommt Meryl. Da ist das sicher nicht so gut. Willst du kämpfen? Okay. Die Tropfhöhle ist ein schöner Ort zu besuchen. Okay, sie ist im Sommer sehr populär. Okay. Auch wenn wir da, wenn das nicht die richtige Höhle ist. Aber wir werden die richtige schon finden. Hi. Aua, sieht die Höhle schön aus. Wow. Ja, ich finde die richtig, richtig schön. Hey, Dreierkampf. Okay, wild. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Oh, ich kann nur... Ach nein, ich kann nur... Ich kann nicht bis außen angreifen. Das ist ja nervig. Toll, meine Pokémon stehen genau falsch einfach. Oh, damit greife ich alles an. Vielleicht machen wir das mal nicht. Steine! Steinio! Blattio! Sehr schön. Das erste haben wir schon mal down. Synthese. Okay. Machen wir das mal. Synthese ist gut. Fadi, Abschlag.
65, 60. Nee, wir machen lieber die Attacke, weil die nicht alle trifft im Team. Ich glaube, das ist sinnvoller. Es tanzt! Habt ihr gesehen? Es hat tatsächlich getanzt. Oh. Er greift sein eigenes Teammitglied an. Okay. Er hat sogar gecrittet auf sein eigenes Teammitglied. Das ist natürlich irgendwie traurig. Das ist sehr traurig. Ja, Geschwindigkeit von eingesenkt. Und es regnet. Regentanz. Sehr nett. So, ich würde sagen, der Rest des Teams greift jetzt die Nervensäge rechts an. Oh ja, das geht ja an Schaden. Ist ja okay. Weil ich leider mit dem Pokémon, mit dem sehr effektiven, nicht angreifen kann. Interessant, dass das einfach ein Dreierkampf ist, muss ich sagen. Sehr, sehr spannend. Und es läuft erstaunlich flüssig. Also auf dem 3DS liefen die nicht so flüssig. Und auf der Switch laufen so Kämpfe immer nicht so gut. Das ist interessant. Hier, du kriegst die Quick Claw. Viel Spaß damit. Wir heilen mal den Hund, würde ich sagen. So, was habe ich noch? Ich habe Protein. Das steigert den Angriff. Na dann. Tun wir das. Saskia ist 34 mal unfähiger als Miri. Und Balou ist 17 mal unfähiger als Miri. Hm. Aber guckt euch die Landschaft an. Richtig schön. Oh, Erdkräfte. Nicht schlecht. Hier kommt die nächste Story. Rocky, alles okay? Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Trent hat meinen Stein geklaut und war gemein zu mir. Ich weiß, warum du ihm hilfst, aber... Ich weiß, ich verstehe das. Keine Sorge. Wenn was Schlimmes passiert, dann bin ich hier, um dich zu beschützen. Okay. Oh, oh. Sand ist wie eine goldene Bettdecke. Okay. So habe ich das noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Das ist ein seltsamer Vergleich. Ein sehr seltsamer Vergleich, muss ich sagen. Aber wir machen wieder ein... Ich glaube, ich muss Shaman anders platzieren. So macht das ja keinen Sinn. So, du kannst das hier machen und, ja, nun. Oh, die Flinkklaue hat direkt was gemacht. Das ist ja fein. Ja, das war ja sehr fein. Okay. Knuddler auch sehr schön. Knuddler sieht sehr gut aus. Antikkraft, dankeschön. Kriege ich das mit magischen Blättern besiegt? Ich hoffe mal. Weil ich würde gerne mit den beiden dann das hier rechts besiegen. Sehr gut. So will ich das sehen. Sehr fein. Toll. Das war nicht sehr fein. Falls du dich gefragt hast, das war nicht sehr fein. Du hast das falsche Pokémon mit dem Blubstrahl angegriffen. Kann ich Synthese auf jemand anderen einsetzen? Nee, leider nicht. Nun. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast 5 KP geheilt. Wir sind so stolz auf dich, Shelby. Das war ganz fantastisch. Ganz fantastische Arbeit. Mann, Mann, Mann. Okay. Sehr schön. Dann wechseln wir das mal hier hin. So. Gibt es hier ein Item? Das sieht so aus, als wäre hier ein Item. Ist hier ein Item? Oh, eine Perle. Oha. Das wollte ich. Das wollte ich. Das wollte ich auch. Fali kann den Stein kaputt machen. Oha. Oh, Fali. Du kannst auch Steine kaputt machen? Natürlich. Ich schneide durch sie wie Butter. Oh, Fußabdrücke. Auffällig. Aus dem Wasser sind die gekommen. Oh, oh, bestes Pokémon. Hallo?
Es ist eine Show. Willkommen in der Cramorant Game Show. Ja. Ich weiß nicht, wo ich mich dafür angemeldet habe. Oh, ich kenne die Typen. Es sind die Cramorants. Sie spielen gerne Spiele mit irgendwelchen Reisenden. Wir müssen teilnehmen. Wir können sie auch einfach K.O. schlagen. Wow, hört sich spannend an. Wir haben keine Zeit für Spiele. Könnt ihr uns nicht gehen lassen? Vielen Dank, dass ihr bei der Game Show mitmacht. Es gibt 3 Minispiele, die ihr bestehen müsst. Sie werden eure Agilität, Intelligenz und Aufmerksamkeit testen. Viel Glück! Ich möchte eure dummen Spiele nicht spielen. Wir müssen. Gut, dann lasst uns das hinter uns bringen. Dennis, Mirio! So, lustige Minispiele, let's go. Minispiel 1, Synchronize. Oh nein. Ich hasse Minispiele. Willkommen! Es gibt 2 Level. Für jedes Level gibt es, musst du ein Puzzle machen. Oh nein, viel Glück. Ich hasse Puzzle. Hallo. Level 1! Hier ist das erste Puzzle. Was könnte das nur sein? Was könnte es nur sein? Oh nein, ich weiß es nicht. Das Rätsel ist zu schwierig. Hm. Ist das so richtig? Oh ja. Das sieht sehr richtig aus. Ist das so richtig? Das ist so. Ja, ich fühle auch sehr mit Porenta, muss ich sagen. Ich habe mich noch nie mit dem Pokémon so sehr identifiziert wie mit diesem Porenta. Es ist sehr fein und es will nur nach Hause und ich fühle das. Ich habe das Gefühl, das war nicht ganz richtig, was ich hier mache. Ist das richtig? Ja, das sieht richtig aus. Oh ja, das ist sein Hals. Habe ich die 2 genau falsch rumgesetzt. Ah. Wunderschön. Gut gemacht. Nächstes Level. Hauptsache, ich muss keine Schiebe- oder Rutschrätsel machen. Oh, aber hübsche Höhle. Level 2. Hier ist das letzte und finale Puzzle. Schau nach den Farben im Hintergrund. Oh, nein. Okay. Aha. Okay. Ist das oben? Ja, ich glaube, das ist oben. Okay. Ich glaube, das muss das noch eins weiter rüber vielleicht. Das kommt auf jeden Fall hier irgendwo drunten hin. Das ist der Hals. Nee. Hier? Nee. Ja, das ist auch nicht richtig. Ist das? Oh! Ich habe echt das Gefühl, dass... Ich glaube auch, dass alles nach links muss, ehrlich gesagt. Wir probieren das mal aus, wie das dann aussieht. Nee, so gehört das auch nicht. Ich soll auf die Hintergrundfarben achten. Das ist halt immer noch nicht richtig, oder? Sieht nicht richtig aus. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist, wie ich das mache. Irgendwas? Kommt das vielleicht da in die Mitte? Sieht das richtig aus? Oh nein! Warum ist das Rätsel so kacke?
Was mache ich falsch? Okay, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas ist nicht richtig, oder? Irgendwas stimmt doch nicht. Das hier vielleicht dahin? Oh doch, ich da. Oh, guck mal, das könnte richtig sein. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Muss das alles noch eins runter? Kann es sein, dass das alles einfach noch eins runter muss? Nee, das kann... Oder doch? Wir machen mal alles eins runter. Ist das eins, das ein Pikachu verschluckt? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann das hier und das hier. Aha. Okay, das sieht schon richtiger aus. Okay, ich glaube, wir sind jetzt näher dran als vorhin noch. Aber wie gehört das hier unten? So nicht. So auch nicht. Hilfe! Sollen das seine Flügel sein? Ich bin hardcore verwirrt, was sie von mir wollen, ne? Gehört da was anderes hin? Ich glaube, da gehört das hin. Ja, das sieht richtiger aus, oder? Oder? Das sieht auch nicht richtiger aus. Oder doch? War das so? So? Das lange in der Mitte. Oh, jetzt! Ah, guck mal, jetzt wo ich das geändert habe, passt das hier viel besser. Jetzt! Wow. Das hat viel zu lange gedauert. Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Minigame fertig gemacht. Ja, es hat mich fertig gemacht. Okay, das war wild. Das war sehr wild. Nun. Minigame 3. Komm, wir machen 3 als nächstes. Nach 1 kommt 3. Schnelle Füße. Das hört sich ganz toll an. Du hast 1 Minute Zeit, um das Rätsel, um das Labyrinth zu durchlaufen. Viel Glück. Habe ich eigentlich schon mal gespeichert in dem Spiel? Wir speichern mal. Auf geht's! Ja. Oh, ich muss wechseln zwischen den Pokémon. Jetzt! Oh! Nein. Oh, ich habe jetzt den 4. dabei. Oh nein. Oh, ich kann ja auch sprinten. Ha, ich habe ganz vergessen, dass ich sprinten kann. Ich weiß nicht, wie es richtig geht. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Das sieht nicht richtig aus. Oh nein. Oh nein, wir hätten hier rechts lang müssen. Oh oh. Ich glaube, das wird nichts mehr. Rechts ist auch nicht richtig. Oh nein. Oh nein, hätte ich da links weiterlaufen können? Oh, ich bin so verwirrt. Warte, die Steine bleiben zertrümmert. Oh, okay, nochmal.
Hätte ich. Nee, da rechts komme ich auf gar keinen Fall weiter. Ist schon richtig, wo ich war, glaube ich. Ist, glaube ich, schon richtig gewesen. Nee, ich habe nur den einen Stein übersehen. Oh. Ich habe übersehen, dass hier ein Stein war. Ich war einfach direkt instant richtig. Fies. Ich habe mich dann selbst verwirrt, weil ich dachte, ich bin mir sicher nicht beim ersten Mal richtig. Aber war ich. Traurige Geschichte. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Du hast schnelle Füße. Cool. Das war ganz, ganz spannend. Hat viel Spaß gemacht. Gerne nie wieder. Rätsel Nummer 2. Minigame Nummer 2 wohl eher. Hi. Willkommen in Adlerauge. Es gibt 3 Level. Jedes Level bekommst du einen Spezialraum. Versuche, jedes Detail zu analysieren. Wenn der Timer zu Ende ist, werde ich dich 3 Fragen fragen. Chat, ihr müsst mit aufpassen, sonst schaffen wir das nicht. Zum Beispiel, wie viele Pokémon sind in dem Raum? Oh nein. Wenn ihr es falsch habt, dann werde ich 20 Gold stehlen. Okay. Chat, ihr müsst aufpassen, sonst wird das nichts, glaube ich. Level 1. Habt ihr gute Augen? 20 Sekunden, los geht's. Okay, es gibt hier es gibt einen Seestern, 3 Bäume und 5 Steine. Und 2 Wasser. Ist es das, was sie wissen wollen? 3 Bäume, ein Stern und 5 Steine und 2 Wasser. Was anderes habe ich nicht gesehen. 5 Steine. 3 davon. Es gibt einen blauen. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 3 Fragen richtig. Ja. Next Level. Level 2. Hast du gute Augen? 45 Sekunden. Oh nein. Oh nein, guck mal, da ist ein Shiny. Okay. Der hat nach rechts geguckt, der nach links, der nach unten. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gras. Wir haben 5 Gras. Der Orangene guckt nach rechts. Der nach links und der nach unten. Bedeutet das was? Ich habe keine Ahnung. Mehr gibt es hier nicht zu sehen, oder? Ich habe keine Ahnung, ob es hier mehr zu sehen gibt. Wir werden es rausfinden, ob ich alles gesehen habe. Orange nach rechts, der untere guckt nach links und der hier in der Mitte guckt nach unten. Das werden wir uns ja hoffentlich merken können. Nein, werde ich nicht. Okay, auf geht's. Zeit ist vorbei. Ich hätte ich mit denen reden müssen. Oh nein, wer ist Julie? Was glaubt ihr, wer ist Julie? Shit. Nein, ich hätte mit denen reden müssen. Oh nein. Wer ist Shiny? Oh, ich bin so gut. Herzlichen Glückwunsch, alle Fragen richtig. Oh nein, dass ich auch noch mit denen reden muss, das ist, ja, eben, woher soll man das wissen? Es geht darum, gut zu sehen. Es nennt sich Adlerauge, das Minispiel. Da werde ich ja nicht mit den Leuten sprechen. Ja, nur mal so, nur mal so. Das hätte ich ja nicht ahnen können, ne? Wer hätte denn das wissen sollen? Eine Minute, los geht's. Oh, schön. Wir haben 3 Schilder, 3 Steine, 3 Holz. Aha. Ein Seestern, 3. Wir haben sehr viel mit 3. Ja, 4 Fußabdrücke, 2 Seetang. 6 Pflanzen. Muss ich mit denen auch noch reden? Oh, 6, 9, 3. Nein! Ach, komm schon! 6, 9, 3, 9, 4, 1.
Warum? Was sagt das rechte Schild, die lange Zahl? Wie viele Steine gibt es? 3. Oh. Wow. Du hast gute Augen. Lesen. Also, das hat ja nichts mit guten Augen zu tun. Gut. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Das war wild. Das war das wildeste Spiel. Gut, dass ich mir das bis zum Ende aufgehoben habe. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast alle Minigames gemacht. Vielen Dank, dass du teilgenommen hast. Wir hoffen, du hattest Spaß. Danke. Bekomme ich wenigstens einen Preis? Dein Preis ist der Ausgang. Bitte, komm wieder. Nein. Definitiv nein. Wiedersehen. Wo sind wir? Das ist die Höhle. Wir sind fast zu Hause. Hört sich ja nach Spaß an. Würde ich mal sagen. Sehr spaßig. Oh, guck mal, ein Zelt.